Dieser Einblick ist begrenzt, doch 40 Interessierte durften einen Blick über die Schultern von Dr. Axel Harnert erhaschen. Er ist Chefarzt vom Sana Herzzentrum Cottbus. Und da gehören eben nicht nur OPs zum Alltag, sondern auch Aufklärung und Vorsorge. Wir können zum einen Bezug nehmend auf den aktuellen Herzbericht aus dem Jahre 2018 erneut Aufklärung betreiben über Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Leider sind wir in Brandenburg immer noch Schlusslicht, was die Herzinfarkt-Sterblichkeit betrifft. Insofern ist Aufklärung für uns immer noch ein großes Thema. Und natürlich sind wir stolz, weil wir unseren neuen Hybrid-OP heute einfach mal aufmachen dürfen für die Leute, zeigen können, wo wir jeden Tag in der Schürze, in der Röntgenschürze stehen und dort unsere Prozeduren durchführen. Und auch Oberarzt Dr. Volker Herwig gibt seine Röntgenschürze ausnahmsweise mal weiter. Die Besucher sollen sowohl die Ärzte als auch die Technik kennenlernen. Und mit der neuesten Technik kann der Hybridsaal glänzen. Seit Juli letzten Jahres wird hier operiert. Hauptsächlich wird hier die TAVI-OP durchgeführt. Das heißt, es werden defekte Herzklappen durch Prothesen ersetzt. 150 Menschen haben sich bei der Lausitzer Rundschau beworben. 40 davon wurden aus dem Lostopf gezogen, um beim VIP-Rundgang dabei zu sein. Wir haben jetzt alles genau erklärt gekriegt, alles gesehen, wie es abläuft. Und irgendwie, muss ich sagen, bin ich beruhigt. Und außerdem habe ich hier auch Leute kennengelernt, die das jetzt erst kurz hinter sich hatten, habe mit denen gesprochen. Irgendwie bin ich jedenfalls erleichtert. Ich muss sagen, schon der erste Eindruck, den ich hier erhalten habe, der war super. Sodass der Entschluss für mich feststand, dass ich mich hier operieren lassen würde. Das ist interessant, dass man mal weiß, wenn man in solcher Situation ist, damit umzugehen. Es war schon überwältigend. Einige Dinge, die gezeigt, vorgeführt wurden, was alles so möglich ist. Und ich denke mal, wenn noch einmal ist, werden wir wieder teilnehmen, um das zu vertiefen. Für die Besucher soll es so aussehen, als würden die Ärzte hier alles im Schlaf machen. Trotzdem steckt dahinter jahrelange theoretische Ausbildung und noch mehr Erfahrung. Bis ein junger Arzt selbst operieren darf, schaut Dr. Axel Harnert noch lange genau über die Schulter. Der Weg von einem Medizinstudenten zum Internisten, zum Kardiologen, zum Herzspezialisten bis hin zu einem Spezialisten für interventionelle Kardiologie ist tatsächlich ein Weg, der über 10-12 Jahre geht. Und wenn ich heute einen Assistenzarzt hier einstelle, dann brauche ich etwa 6, 7 oder 8 Jahre, bis dieser Assistenzarzt dann einmal einen akuten Herzinfarkt nachts allein im Dienst therapieren kann. Ein bisschen Theorie muss am Ende aber auch für die Besucher noch sein. Schließlich ist Vorsorge wichtig. Und das Team aus dem Hybridsaal sieht man am Ende doch lieber als Besucher und nicht als Patient.